Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich mal über die Kosten sprechen, die ich aktuell mit dieser Honda CB500X 2019 habe. Also die fixen Kosten, die variablen Kosten, sodass jemand, der sich so ein Motorrad kaufen möchte, ungefähr weiß, was einem monatlich bzw. jährlich auf einen zukommt. Das variiert natürlich besonders bei der Versicherung auch vom Alter des Fahrers und der Region. Aber ansonsten ist das eigentlich relativ ein angenehmer Überblick, um zu erfahren, halt, was kostet mich ein Motorrad eigentlich, wenn ich wirklich fahren will. Das ist jetzt eine Maschine mit 48 PS, knapp unter 500 Kubik Motor und für Einsteiger eigentlich perfekt, die halt ein bisschen größer sind und nicht zu klein hier mit Sportkleidung unterwegs. Genau. Und ja, fangen wir erstmal an mit dem, was der Staat möchte, also der Steuer fürs Motorrad. Das sind in dem Fall zugelassen von 03 bis 11, genau 23 Euro. Ungefähr im Monat, wenn man es monatlich runterrechnen würde, für die 9 Monate wären es halt 5,50 Euro oder so pro Monat. Also nichts. Also für dieses Motorrad zahlt man im Grunde keine spürbare Steuer. Im Vergleich dazu, mein Diesel Renault Euro 6 zahlt da deutlich, deutlich mehr. Genau, dann der nächste Punkt wäre natürlich die Versicherung. Ohne Versicherung gibt es keine Zulassung. Und da muss man sich entsprechend die EVB-Nummer holen vorher, bevor man zulässt. Und dann schließt man eine Versicherung ab. In dem Fall eine Vollkaskoversicherung bei mir, die mit, glaube ich, 500 Euro Selbstbeteiligung ist, Teilkasko ohne Selbstbeteiligung oder 300 und 0. Also irgendwie sowas. 500 Selbstbeteiligung oder Vollkasko und 300 oder 0, glaube ich, Teilkasko. Und die kommt bei mir auf genau 30 Euro pro Monat. Und da kann man sich auch ausrechnen, auf 9 Monate gerechnet sind das halt 270 Euro im Jahr. Junge. Hä? Alter Schwede. 270 Euro im Jahr. Also schon mal die Kosten ungefähr von 300 Euro, die allein die fixen Kosten für Steuern und Versicherung. Das muss man schon mal aufbringen, um dieses Motorrad überhaupt bewegen zu dürfen. So, wenn ich jetzt meine Maschine betrachte, die ganz neu ist, und da kommen natürlich gewisse Wartungskosten hinzu, die ich zahlen muss, um die Garantie zu behalten. Wer ein älteres Motorrad hat, wird wahrscheinlich deutlich weniger Versicherungen zahlen, weil dann das natürlich auf den Wert des Motorrads aufkommt, den die Versicherung dann ersetzen möchte und ob man halt Vollkasko will oder halt nicht. Wo ist hier nur 70? Gut. Genau, und bei mir kostet die Wartung auf Basis der ersten Tausender Inspektion 150 Euro ungefähr. Im zweiten Jahr, also die zweite Inspektion bei 12.000, wird vermutlich ein bisschen teurer. Also ich kalkuliere grob 200 Euro Wartungskosten pro Jahr für ein neues Motorrad in den ersten zwei Jahren. Darin beziehe ich dann auch Sachen wie Reinigungsmittel. Also ich benutze nur Seifenwasser und einen dünnen Schwamm. Ich glaube, hier kann man 100 fahren. Und natürlich auch sowas wie Kettenöl und solche Kleinigkeiten, halt, die man halt so zum Motorradwarten im Endeffekt braucht. Das ist alles bei mir zusammen. Ich benutze dieses weißes Kettenöl von Louis oder so, gibt es das, glaube ich. Und das funktioniert sehr gut. Ob ich vielleicht irgendwann mal einen Kettenöler hole, weiß ich noch nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor, den anzubauen, weil man muss da irgendwie so einen Unterdruckschlauch lösen. Und die volle elektronische Version ist mir irgendwie zu teuer. Also wer da Erfahrung hat mit sowas, kann mir da gerne
ja, Tipps geben. Ansonsten Kette schmieren kommt dann bei mir so vor alle 500 bis 1000 Kilometer, je nachdem wie trocken die Kette halt schon geworden ist. Wenn man durch den Regen gefahren ist, muss man natürlich sofort schmieren. Wenn man halt so fährt wie jetzt, 20 Grad, easy going, dann hält das Kettenfett auch mal länger und mal muss ich erst bei 1000 Kilometer schmieren. Also lieber zu früh schmieren als zu spät. So, das sind die fixen Kosten. Pro Jahr sind wir mittlerweile also schon bei 500 Euro. Ist schon mal nicht wenig. Also wenn man jetzt bedenkt, dass man das als Hobby betrachtet, sind 500 Euro grob gerechnet ja so 43 Euro pro Monat, die man halt nur dafür aufbringen muss, dass man dieses Motorrad im Endeffekt besitzt und fahren kann und die Garantie behalten möchte. So, das ist schon mal nicht schlecht. Der Rest sind variable Kosten. Dazu gehört, es kommt halt dran, immer drauf an, wie viel man fährt. Also natürlich kann ich nicht sagen, wie viel ihr an Benzin verbraucht. Wenn ihr super viel fahrt, zum Beispiel am Wochenende einen 50er verfahrt oder so, dann sind die monatlichen Kosten natürlich bei 200 Euro, wenn das Wetter jeweils stimmt. Oder wenn ihr fahrt so wie ich verfahre ungefähr so, ja, 30 bis 40 bis maximal 50 Euro in der aktuellen Situation. Also wir haben jetzt Mai, wo ich nicht unbedingt jedes Wochenende fahren kann, verfahre ich so etwa maximal 50 Euro an Benzin. Und das reicht dann ungefähr so für 1000 Kilometer, so um den Dreh. Genau, das sind so die Kosten für das Benzin. Der Rest ist im Grunde, ja, das war es im Grunde auch schon mit den Kosten, die man so hat. Dann kommt es natürlich auch an, umso mehr man fährt, umso häufiger muss man halt zur Wartung oder den Ölwechsel machen oder Komponenten halt kontrollieren lassen und so weiter, je nachdem, was für ein Motorrad man hat. Aber hier ist der Wartungsintervall halt bei 12.000 Kilometern und das ist eigentlich ganz solide für dieses Motorrad, dass man ungefähr als Einsteiger nicht komplett von den Kosten überrascht wird, aber man muss sich halt bewusst sein, dass Kosten auf einen zukommen. Man muss dieses Motorrad natürlich nicht Vollkasko versichern. Das hat jetzt 7.000 Euro, hat einen Wert von 7.000 Euro und die kann ich jetzt nicht einfach so aus dem Ärmel schütten, wenn ich die Maschine wirklich selbst irgendwie in den Graben setzen würde und sie komplett kaputt wäre. Das kann ich mir nicht leisten. Also habe ich sie Vollkasko versichert, das war bei meiner KTM auch so. Und 30 Euro im Monat halte ich für eine durchaus realistische Summe. Dann muss man natürlich noch die Kosten beachten, die auf einen zukommen, wenn man das Motorrad nicht fährt. In der Zeit fallen zwar keine Versicherungsgebühren an oder man muss auch keine Steuern zahlen. Deswegen habe ich ja gesagt, die 23 Euro Steuern werden auf 9 Monate aufgeteilt. Die 3 Monate ist das Motorrad weder versichert, wenn man es nur mit einer Zulassung hat für zum Beispiel den Sommer oder den Frühling bis Winter. Da hat man ja nur von 03 bei mir bis 011 zugelassen. Und in der restlichen Zeit wäre das Motorrad theoretisch nicht versichert. Und auch und ich darf es halt nicht bewegen, weil es halt, weil ich dafür keine Steuern zahle und das halt nicht geführt werden kann ohne Versicherung. Genau, und derzeit lagere ich das Motorrad ein, da ich keine Garage habe und das kostet mich 20 Euro im Monat. Also diese 60 Euro plus den Frühlingscheck, den ich dann immer mal machen lasse zum Anfang der Saison. Aber den müsst ihr natürlich nicht machen lassen, wenn ihr das selbst macht, dann spart ihr euch das Geld. Aber 20 Euro fürs Einlagern pro Monat, je nachdem ob der April dann schon, März dann schon fahrbar ist, hole ich die Maschine halt früher oder später ab. Also 60 bis 80 Euro ungefähr muss man so mit diesen Kosten rechnen, die halt zusätzlich anfallen, wenn man halt nicht fährt. Wenn ihr natürlich eine Garage habt oder bei euren Eltern das Motorrad unterstellen könnt und so weiter, ist das natürlich gespart. Ihr müsst halt sicherstellen, dass das dann über die Hausratversicherung oder so zugelassen ist. Wenn ihr das Motorrad das ganze Jahr zugelassen habt, dann müsst ihr natürlich Steuern für 12 Monate zahlen und auch die Versicherung für 12 Monate. Dann könnt ihr natürlich auch 12 Monate fahren. Wenn es im Dezember irgendwie plötzlich durch den Wetterumschwung immer noch warm ist, könnt ihr natürlich im Dezember noch fahren oder viel früher anfangen, wenn es vielleicht im Februar schon warm ist und die Straßen es zulassen. Oder ihr fahrt generell das ganze Jahr. Gibt es ja auch Leute, die halt wirklich das ganze Jahr fahren, wovor ich den größten Respekt habe, weil ich halt so ein Warmduscherfahrer bin im Endeffekt. Das ist dann schon cool.
die können dann halt das ganze Jahr fahren, müssen dann aber halt ein bisschen mehr bezahlen, haben dann aber mehr Freude in der deprimierenden kalten Jahreszeit, wenn es dann halt mal ein Wochenende wirklich warm ist und man sofort raus kann, wo ich dann am Fenster sitze und mir denke, wieso habe ich das dann nicht das ganze Jahr zugelassen? Genau, das sind die ganzen Kosten, die ihr auf jeden Fall habt. Je nachdem, fixe Kosten von 500 Euro habe ich im Jahr für dieses Motorrad plus variable Kosten von etwa 50 Euro pro Monat und 20 Euro halt im Winter pro Monat, die man bezahlen muss. Also ja, viele sagen, okay, guck nicht aufs Geld, ist doch ein Hobby, ist doch eine Leidenschaft, da muss man nichts können, aber man muss sich das natürlich auch leisten können. Also ich bin froh, dass ich mir das leisten kann. Ich konnte mir ein Motorrad relativ spät leisten. Ich musste während des Studiums selbst noch nebenbei arbeiten, konnte mir gerade mal so einen Roller leisten. Ich muss natürlich auch viele Sachen bezahlen und so. Und da blieb halt einfach nichts übrig für eine Leidenschaft. Da war halt das Wichtigste, dass man erstmal durchs Studium kommt und dann einen anständigen Job irgendwie hat. Und seitdem das alles durch ist, ist es entsprechend auch so, dass ich mir das leisten kann und mir das leisten möchte, weil 500 Euro im Monat plus dann variable Kosten für Benzin und so weiter, dafür kann man auch schon mal in Urlaub fahren. Und das ist halt schon eine Sache, die man sich dann überlegen muss. Wenn man jetzt natürlich einen mega gut bezahlten Job hat, ist das natürlich komplett egal. Dann kann man sich natürlich alles leisten, was man möchte, auch wahrscheinlich eine viel bessere Maschine, die dann entsprechend mehr kostet. Aber ich bin aktuell, diese Anzeige hier ist irgendwie schlecht. Ein bisschen näher ran hier. Genau. Also ich bin froh, dass die Kosten geringer sind als bei der KTM. Da waren die Wartungskosten pro Jahr viel höher, also mindestens 200 Euro mehr, plus dann höhere Versicherungen und so weiter. Und umso mehr man fährt, umso hoffentlich geringer wird dann die Versicherung. Ich fahre jetzt das dritte Jahr, glaube ich, Motorrad, und die Versicherung ist schon deutlich günstiger geworden. Und umso länger ich fahre und wenn man dann halt ein wirklich erfahrener Fahrer ist und keine Unfälle gebaut hat und so weiter, umso besser ist es dann, weil man dann halt umso weniger Versicherung bezahlen muss. Und die Versicherungskosten sind im Grunde der größte fixe Faktor, den man nur abbauen kann, wenn man Motorrad fährt und wenn man keinen Unfall baut. Das ist so das geheime Rezept, um die Kosten noch zu senken. Deswegen fahre ich jetzt weiter Motorrad an diesem wunderschönen Tag. Es sind 22 Grad, glaube ich, morgen soll es gewittern. Deswegen fahre ich heute eine richtig geile Tour nach Norddeich. Und mal schauen, wo mich das Navi hindringt. Das ist ja hier, die Routennavigation ist ja immer wieder eine kleine Überraschung von diesem Bäcker-Navi, was schon übelst veraltet ist. Aber okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Motorradfahren. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen. Und fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe noch zwei Punkte vergessen, sorry, die ich noch einfügen wollte, die mir erst im Nachhinein eingefallen sind. Reifen und Kette. Natürlich muss man irgendwann auch mal neue Reifen aufziehen, wenn man das Motorrad nicht vorher verkauft, so wie ich in den letzten beiden Malen irgendwie. Muss man natürlich Reifen kaufen. Ich habe bisher noch nie den Status eines Reifens erreicht, wann ich ihn wechseln musste. Das wird bei diesem Motorrad aber definitiv irgendwann der Fall sein, weil ich dieses Motorrad mit Sicherheit länger fahren werde. Und Reifen fürs Motorrad, Front- und Rückreifen plus Wechseln kostet ungefähr 300 bis 400 Euro, je nachdem, was für einen Reifen ihr kauft und wie der Mechaniker euch das wechselt, für wie viel Geld. Und natürlich Kette ab etwa, ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, so 20.000 Kilometern wahrscheinlich oder je nachdem, vielleicht auch ein bisschen länger, muss man natürlich auch die Kette tauschen lassen im Rahmen der Wartung. Ich denke mal, also ich schätze, das kostet ungefähr 100 Euro. Das ist halt nicht so einfach runterzubrechen auf ein Jahr. Also ich würde mal sagen, wenn man wirklich aggressiv mit dem Motorrad fährt, wird man wahrscheinlich jede Saison einen neuen Reifensatz brauchen. Zum Beispiel bei der Supermoto, die man um die Kurven schmeißt. Bei diesem Motorrad hoffe ich mal, dass es mindestens zwei Saisons hält, aber das werde ich dann ja berichten, wenn es soweit ist. Das war's.